Nun, was sollte dann geschehen? Es heißt hier weiter, und er, also der Priester, soll den Stier vor die Tür der Stiftshütte bringen, vor den Herrn, und seine Hand auf den Kopf des Stieres legen und ihn schlachten vor dem Herrn. Was hat das zu bedeuten? Er soll seine Hand auf den Kopf des Stieres, auf den Kopf des Sündopfers legen. Nun, im dritten Buch Mose, Kapitel 5, Vers 5, wird dieser Akt noch etwas weiter erklärt. Dort heißt es, wenn's also geschieht, dass er sich so oder so schuldig gemacht hat, so soll er bekennen, womit er gesündigt hat. Mit dem Handauflegen, mit dem Auflegen der Hand auf den Kopf des Sündopfers, hier in dem Fall eines Stieres, sollte hier der Priester also seine Sünden bekennen. Sollte er bekennen, womit er sich schuldig gemacht hat. Und was geschah danach? Wir haben bereits gelesen im 3. Mose 4, Vers 4. Danach, nachdem der Sünder seine Hände auf den Kopf des Sündopfers gelegt hatte, sollte er das Opfertier schlachten vor dem Herrn. Der Sünder sollte das Opfertier eigenhändig töten. Und im 3. Mose Kapitel 4, Vers 20 oder auch Vers 26 oder auch im 3. Mose 5, Vers 6 lesen wir, dass nach diesem Töten des Opfertieres durch den Sünder der Priester die Sühnung für den Sünder vollziehen sollte und dass dann Vergebung erwirkt werden würde. Durch Reue, Sündenbekenntnis, Hände auflegen aufs Opfertier und anschließendem Töten des unschuldigen und fehlerfreien Tieres wurde also Vergebung für den Sünder erwirkt. Doch was geschah schließlich mit dem Blut des Opfertieres, nachdem das Tier getötet wurde? Da lesen wir im 3. Mose 4, Vers 5 und den weiteren Versen. Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stiers nehmen und es in die Stiftshütte bringen und soll seinen Finger in das Blut tauchen und damit siebenmal sprengen vor dem Herrn an dem Vorhang im Heiligen. Und hinter diesem Vorhang befand sich die Bundeslade mit den 10 Geboten. Dem Gesetz Gottes wurde also mit dem Sprengen des Blutes gegen den Vorhang Genüge getan, denn der Sünde Sold ist der Tod, nach Römer 6, Vers 23. Es heißt hier weiter in Vers 7, und der Priester soll vor dem Herrn etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars tun, der in der Stiftshütte steht, und alles andere Blut an den Fuß des Brandopferaltars gießen, der vor der Tür der Stiftshütte steht. Und alles Fett des Sündopfers soll er abheben, nämlich das Fett, das die Eingeweide bedeckt, und alles Fett an den Eingeweiden, die beiden Nieren mit dem Fett, das daran ist, an den Lenden und den Lappen an der Leber, an den Nieren abgelöst, gleich wie man es abhebt vom Rind beim Dankopfer, und soll es in Rauch aufgehen lassen auf dem Brandopferaltar. Aber das Fell des Stieres mit allem Fleisch, samt Kopf und Schenkeln und die Eingeweide und den Mist, das soll er alles hinaustragen aus dem Lager an eine reine Stätte, wo man die Asche hinschüttet und soll es verbrennen auf dem Holz mit Feuer. Nun, zwei Dinge sind zum Verständnis des Heiligtumsdienstes unbedingt notwendig. Erstens die Bedeutung des Blutes von diesen fehlerfreien Sündopfertieren. Es musste nicht immer ein Stier dargebracht werden. Es war ganz genau vorgeschrieben, wer welches Tier wie darbringen sollte. Es wurden Lämmer, Ziegen, Stiere und andere Tiere dargebracht. Aber wichtig war, dass diese Opfertiere, diese Sündopfer, fehlerfrei sein sollten, denn sie waren ein Vorbild auf Jesus Christus. Und über die Bedeutung des Bluts von diesen fehlerfreien Sündopfern lesen wir im 3. Buch Mose, Kapitel 17, Vers 11 beispielsweise. Denn des Leibes Leben ist im Blut, und ich habe es euch für den Altar gegeben, dass ihr damit entsühnt werdet. Denn das Blut ist die Entsühnung, weil das Leben in ihm ist. Das ewige Moralgesetz Gottes ist heilig. Es ist so heilig wie Gott selbst. Römer 7, Vers 12 sagt, das Gesetz Gottes ist heilig, gerecht und gut. Und alle Menschen haben es übertreten. Nach Römer 3, den Versen 12 bis 20. Der Übertreter, der Sünder, muss den ewigen Tod sterben. Also gewissermaßen mit seinem Blut dafür büßen. Denn der Sünde Sold ist der Tod, der ewige Tod. Nach Römer 6, Vers 23. Damit nun Gottes Geschöpfe nicht den ewigen Tod sterben müssen, sah der Erlösungsplan vor, dass Gott selbst sein Leben, sein Blut für das Leben seiner Geschöpfe darbringt, um Sühne zu schaffen für das gebrochene Gesetz Gottes. Und dieser Stellvertretertod
wurde im Opfertod des sündlosen Sohnes Gottes, nämlich Jesus Christus, Wirklichkeit. Die Opfertiere, die fehlerfrei sein sollten, versinnbildeten also vorausdeutend den Opfertod des Sohnes Gottes, der einmal kommen würde, um sein Blut für die Menschen zu geben. Der reuige Sünder anerkannte durch den Opferdienst im Heiligtum den Erlösungsplan Gottes und konnte der Vergebung gewiss sein, wenn er den göttlichen Weg zur Versöhnung einhielt. Aber er anerkannte durch das Darbringen eines fehlerfreien Sündopfers auch die Gültigkeit des göttlichen Gesetzes an. Und durch das Sündenbekenntnis, durch das Händeauflegen, wurde nun die Sünde symbolisch auf das sündlose Sündopfer gelegt. Das Opfertier, was ja ein Symbol für Christus war, starb nun anstelle des Sünders. Und so starb auch Christus für unsere Sünden. Die Sündenschuld wurde anschließend über das Blut des Opfertieres ins Heiligtum gebracht. So lesen wir zum Beispiel im dritten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 5. Und der Priester, der gesalbt ist, soll vom Blut des Stieres nehmen und es in die Stiftshütte bringen. Nun, in einigen Fällen wurde das Blut nicht in das Heilige getragen. Dann jedoch wurde das Fleisch von dem Priester gegessen, wie wir es nachlesen können im dritten Buch Mose, Kapitel 10, Vers 17. Doch beide Handlungen versinnbildeten gleicherweise die Übertragung der Sünde von dem Bußfertigen, von dem reumütigen Sünder auf das Heiligtum. Der zweite wichtige Punkt, der unbedingt notwendig ist zum rechten Verständnis des Heiligtums, ist der, dass in beiden Fällen, entweder durch das Hereintragen des Blutes ins Heiligtum oder das Essen des Fleisches, des Sündopfers durch den Priester, die Sünde damit symbolisch ins Heiligtum gebracht wurde. Wir lesen beispielsweise hier im dritten Buch Mose, Kapitel 4, Vers 7, über den Fall, dass das Blut ins Heiligtum gebracht werden sollte. Und der Priester soll vor dem Herrn etwas von dem Blut an die Hörner des Räucheraltars tun, der in der Stiftshütte steht. Wir haben bereits an mehreren Stellen gelesen, zum Beispiel auch hier im 3. Mose Kapitel 4, Vers 18, Vers 25 und Vers 34, aber auch vielen anderen Stellen, dass das Blut ins Heiligtum gebracht werden sollte. Nachdem der Sünder seine Sünden über dem Opfertier bekannte und das Opfertier eigenhändig tötete und der Priester das Blut hineintrug. Das Blut kam jetzt hier in diesem Fall ins Heiligtum, doch was geschah nun? Das Blut wurde hier an die Hörner des Räucheraltars getan. Doch was geschah mit dieser Handlung? Nun, dem Sünder wurde vergeben. Aber wohin ging die Sünde? Jeremia 17, Vers 1 gibt uns darauf eine Antwort. Da heißt es, die Sünde Judas ist geschrieben mit eisernem Griffel und mit diamantener Spitze gegraben auf die Tafel ihres Herzens und auf die Hörner an ihren Altären. Nun, wir haben bereits gelesen im 3. Mose Kapitel 4, Vers 7, dass in einigen Fällen von dem Blut des Opfertieres an die Hörner des Räucheraltars getan wurde. In Jeremia 17, Vers 1 lesen wir, dass damit die Sünden geschrieben stehen auf den Hörnern, an den Altären. Durch das Besprengen von dem Blut des Sündopfers an die Hörner des Räucheraltars oder an den Vorhang wurde also die Sünde ins Heiligtum gebracht. Dem Sünder wurde zwar vergeben, jedoch wurden die Sünden damit symbolisch ins Heiligtum übertragen, wie wir es gelesen haben, beispielsweise hier in Jeremia 17, Vers 1. Obwohl der Sünder also Vergebung durch den vorgeschriebenen Weg empfing, wurde durch das Blut des Opfertieres, das die Sündenschuld des Sünders trug, das Heiligtum verunreinigt. Denn der Sünder hatte ja durch sein Sündenbekenntnis seine Sünden auf das Opfertier gelegt, hat das Opfertier getötet und das Opfertier starb nun um der Sündenschuld des Sünders. Die Sünde wurde aber auf das Opfertier gelegt. Und der Priester, der hier zwischen Sünder und Gott vermittelte, brachte nun das Blut von diesem Opfertier, das symbolisch die Sünde des Sünders trug, hinein ins Heiligtum. Und damit verunreinigte das Heiligtum im Laufe des Jahres immer mehr. Denn es ist ein biblischer Fakt, dass Sünde verunreinigt.